Sehr geehrte Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Politikum hier bei TV Berlin, zu der ich Sie und unseren heutigen Gast, den Ökonomen, Statistikprofessor, Autor, Begründer und Vorsitzenden des Vereins Deutsche Sprache, Professor Walter Krämer, ganz herzlich begrüßen möchte. Herzlich willkommen. Dank. Ich möchte unseren Gast natürlich kurz vorstellen. Professor Walter Krämer kommt aus Ormond in der Eifel. Er studierte Mathematik und Wirtschaftswissenschaften in Mainz, promovierte auch in Wirtschaftswissenschaften. 1984 erfolgte die Habilitation in Ökonometrie. Er begann als Professor 1985 für empirische Wirtschaftsforschung in Hannover und war dann über viele Jahre Professor in Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Universität in Dortmund. Er gründete 1997 den Verein Deutsche Sprache, der mit etwa 36.000 Mitgliedern zum größten Verein der Pflege der deutschen Sprache gehört und veröffentlichte zahlreiche Bücher, von denen nicht wenige zu Bestsellern wurden, wie zum Beispiel das Lexikon der populären Irrtümer und viele andere Bücher über Statistik und ihre Auswirkungen. Er war Herausgeber der Zeitschrift German Economic Review und schreibt als Autor in vielen sehr unterschiedlichen Medien. Er gibt darüber hinaus die Unstatistik des Monats heraus, ein sehr interessantes, aufschlussreiches Leseereignis, und hat auch zahlreiche Preise, zum einen für die deutsche Sprache, aber auch für die Verdienste um die Statistik erhalten. Er ist Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und des Wissenschaftsrats der Universitätsallianz Metropole Ruhr. Und seine Themen sind insbesondere der Frage nachzugehen, was man mit Statistik alles machen kann und die Pflege und Liebe zur deutschen Sprache. Herzlich willkommen und schön, dass Sie hier sind, Professor Krämer. Danke für die Einladung. Ja, Herr Professor Krämer, wenn ich bei Google nach dem Verein Deutsche Sprache suche, dann wird mir als erstes der Zusatz AfD angezeigt. Sie sind ja bekennendes FDP-Mitglied. Ist das Interesse an deutscher Sprache heute schon ein Momentum, was den Verdacht erwecken könnte, dass man rechts ist? Der AStA Ihrer Universität Dortmund hat den Verein Deutsche Sprache mal bedacht, mit lächerliche Deutschtümelei und rechte Rhetorik zu verfolgen. Was sagen Sie dazu? Und das ist in gewissen Kreisen Standard, dass wenn man das Adjektiv Deutsch anders als verächtlich benutzt, man automatisch dann ein Nazi ist. Das ist inzwischen aber schon so durchschaubar, dass mich das nicht mehr stört. Okay. Der Verein stellt sich ja dem Wind des Zeitgeists relativ vehement entgegen, besonders was die Themen Gender oder auch Anglizismen angeht. Und gerade durch diese Diskussion scheint der Verein neue Mitglieder akquiriert zu haben. Ist es eigentlich so, dass diese Themen gar nicht so populär und mehrheitsfähig sind, wie sie in den Medien oder in der öffentlichen Debatte dargestellt werden? Und macht es vielleicht den Verein Deutsche Sprache sogar populär, dass er vermeintlich populäre Themen als unpopulär entlarvt? Nun, speziell das Thema Gendern ist ja für uns quasi eine richtige Bonanza. Wir haben allein letztes Jahr 2000 neue Mitglieder nur dadurch gewonnen. Mhm. Menschen, denen diese Verhunzung der Sprache gewaltig auf den Keks geht und die nach Möglichkeiten suchen, diesem Unfug Einhalt zu gebieten. Und da kommen sie dann automatisch auf uns. Und das freut uns sehr. Ja, apropos Medien, wir leben ja im Zeitalter der Medienmanipulation. Zum einen, was die Bereitstellung von Medieninhalten angeht, also Stichwort Algorithmen zum Beispiel. Zum anderen aber auch, was das Framing und Nudging, also das Besetzen und Verankern von Begrifflichkeiten angeht. Zum Beispiel Menschen, die Corona-Maßnahmen hinterfragt haben, kennen wir mittlerweile als Covidioten oder Corona-Leugner oder Impfgegner oder sogar Verschwörungstheoretiker. Bedeutet Ihrer Meinung nach Herrschaft über die Sprache Macht? Und wer denkt sich solche Begriffe eigentlich aus? Nun, wir alle wissen ja seit dem berühmten Roman 1984 von George Orwell, wie man durch Sprache auch das Gehirn der Leute manipulieren kann, und das wissen viele Ideologen sehr gut und nutzen das auch brutalst möglich aus. In dem Moment muss man sich möglichst auch entgegenstellen, wo immer es möglich ist. Und da sehen Sie den Verein Deutsche Sprache auch als eine Vereinigung, die dem so ein bisschen Einhalt gebietet? Ja, natürlich, wir sind eine Bürgerbewegung gegen sprachliche Umweltverschmutzung und treten dafür ein, dass die Sprache eben das Werkzeug der Verständigung bleibt, als dass sie eigentlich vom lieben Gott geplant worden ist.
Es gibt ja auch viel Kritik an den öffentlich-rechtlichen Medien dieser Tage. Machtmissbrauch, einseitige Berichterstattung fallen vielen Menschen auf und werden auch gesehen als nicht kompatibel mit dem eigentlichen Auftrag, neutral, unabhängig und staatsfern zu berichten. Spielen die Medien Ihrer Meinung nach eine zentrale Rolle, dabei auch sprachlich Themen vielleicht zu einseitig darzustellen und in eine bestimmte Richtung in unserer Wahrnehmung zu verankern? Ja klar, gewisse Themen, wenn Sie, ich rede jetzt mal nur von den öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten, ist natürlich ideologisch ganz klar geprägt. Es gab diese berühmte Umfrage unter Praktikanten, Neuanfängern, Volontären, welche Partei sie denn bei der Bundestagswahl wählen würden. Es waren 57% Grün, die Linken kamen auch auf 22%, SPD immerhin noch auf 17% oder sowas. Meine Partei, die FDP, war nicht vorhanden, 1%, die CDU 3%. Das heißt, konservative und liberale Ansichten kommen heute im öffentlich-rechtlichen Rundfunkwesen nicht mehr vor. Auch bei den höheren Chargen, nachdem jetzt etwa Leute wie Peter Hane oder Wolf Schneider in Rente sind oder Waldi Hartmann, die auch einmal etwas Konservatives sich erlaubt haben zu sagen, wird total dominiert von dieser rot-grünen Meinungsmacher-Ideologen-Mafia. Wie erklären Sie sich dann, dass gerade bei jüngeren Menschen, also auch gerade Studenten, jüngeren Wählerschichten, die FDP doch eigentlich auch so ein bisschen im Aufwind ist? Also Sie sind jetzt nicht nur linksgrün indoktriniert, vielleicht auch, aber es gibt ja durchaus auch bei jüngeren Menschen, die eigentlich mit dieser Medienlandschaft, wie wir sie heute kennen, aufgewachsen sind, gegenläufige Tendenzen. Ja, das ist ja das, was mir so große sowohl Hoffnung als auch Freude macht, dass junge Leute, das war übrigens schon immer so, nicht erst jetzt die letzten Jahre, Opposition entwickeln gegen die Autoritäten, mit denen sie umgeben sind. Und wenn die Autoritäten rot-grün sind, dann ist die Jugend eben nicht rot-grün, weil sie einfach dagegen automatisch opponiert. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr erfreuliche Entwicklung. Die deutsche Sprache ist ja sicherlich eine der komplexeren. Jetzt stellen wir fest, und das ist ja auch etwas, wogegen sich der Verein Deutsche Sprache stellt, die Benutzung von Anglizismen ist ein immer häufigeres Phänomen. Halten Sie das für eine Art von Anbiederung an eine Art globalen Zeitgeist? Oder worauf ist das zurückzuführen, dass man seine eigene Sprache und deren Ausdrucksmittel leichtfertig zugunsten Wortschöpfung einer anderen Sprache aufgibt? Und es ist ja speziell auf Deutschland beschränkt. Es wird kein Italiener oder Franzose sich so erniedrigen, etwa zu Homeoffice zu sagen. Da heißt das dann Telelavoro, Teletravai oder Officina a casa, wie die Spanier das sagen. Nur die Deutschen mit ihrer, wie das die Times mal formuliert hat, typischen Linguistik, Submissiveness, trauen sich nicht, sind zu feige, die neue Welt, das 21. Jahrhundert in ihrer eigenen Sprache zu beschreiben. Und das ist ja, einer der Gründe, warum es den Verein Deutsche Sprache gibt, um da mal einen Kontrapunkt zu setzen. Das heißt, fehlt uns auch so eine gewisse Reformbereitschaft in der Sprache, dass man eben neue Entwicklungen oder neue Dinge, jetzt wie Homeoffice, dass man dafür auch neue Wortschöpfungen kreiert, anstatt auf die einer anderen Sprache zurückzugreifen? Weil man eben glaubt, indem man den angelsächsischen Tonfall imitiert, dann auch gleich etwa bei Schauspielern zum Hollywood-Star aufzusteigen oder wenn man Homeoffice sagt, statt Heimarbeit, dann dem Ganzen ein neues Qualitätsniveau zu verleihen. Ich habe sogar schon Anzeigen gelesen, unser Hund ist gestorben. Our dog has died, auf Deutsch. Also dann ist das automatisch auf einer höheren Ebene und bedeutungsvoller, oder wie das unser guter EU-Kommissar Günther Oettinger mal gesagt hat, Englisch wird die Sprache des Offiziellen, der Dokumente, der Verträge, und Deutsch wird die Sprache, in der man Privates liest und mit den Kindern abends am Kamin Geschichten erzählt. Und genau das wollen wir eben nicht. Sie setzen sich ja auch sehr ein für Deutsch als Wissenschaftssprache. Wie erfolgreich sind Ihre Bemühungen da? Nun, nicht sehr. Also da gibt es in Deutschland eine Tendenz, selbst bei Anfängervorlesungen bereits in der Universität die englische Sprache zu benutzen, was natürlich die Qualität der Lehre und auch der Forschung übrigens enorm beschädigt. Ich habe ein Gegenbeispiel, meine Kollegen in Toulouse, wo ich mal ein halbes Jahr lang Gast sein durfte, reden in ihren Seminaren ausschließlich Französisch und haben international viel, viel größeren Erfolg als die Deutschen. Einer hat sogar den Nobelpreis bekommen, Jean Tirole, von denen, die ich damals kennengelernt habe. Eben weil sie alles das, was sie denken, an dem sie forschen, in ihrer eigenen Sprache formulieren können. Nur so kommen fundierte Diskussionen zustande, können Ideen zünden im Kopf. Und alles das werfen die Deutschen weg und bleiben zweitklassig. Deswegen. Und was können wir tun, um der deutschen Sprache wieder zur Erstklassigkeit zu verhelfen? Was würden Sie sagen? Und zum Beispiel, indem man es zum Beispiel verbietet, an Universitäten in Anfängervorlesungen
nicht die deutsche Sprache zu verwenden, indem man auch Wissenschaftler dazu anhält, ihre Ergebnisse auch in ihrer Muttersprache zu publizieren. Ich selbst habe auch viele meiner wissenschaftlichen Arbeiten auf Englisch publiziert, weil ich auch möchte, dass die in Neuseeland und Kanada gelesen werden. Aber immer daneben auch in Deutsch, damit Deutsch als Wissenschaftssprache geschmeidig bleibt, nicht verloren geht. Und das ist ein Aspekt, der muss betont werden. Gibt es da viele Kollegen, die Ihnen folgen? Oder haben Sie dazu eine Initiative gestartet? Ja, es gibt also eine Arbeitsgemeinschaft für Deutsch als Wissenschaftssprache, in der auch viele unserer eigenen Vereinsmitglieder tätig sind, die da in dieser Richtung sehr aktiv sind. Das Thema Gendersprache ist ja auch noch so ein Reizthema. Sie selbst sind ja im letzten Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten, weil Sie sagten, die Gendersprache entferne die Kirche von den Gläubigen und die Kirche selbst als altehrwürdige Institution verschreibt sich diesem modernen Trend. Sehen wir sowas auch bei anderen Institutionen oder ist die Kirche da ein besonders prägnantes Beispiel? Die Kirche ist vor allem ein trauriges Beispiel, weil für mich als Katholik, der ich immerhin über 70 Jahre meines Lebens gewesen bin, war das ein Fels in der Brandung des modernen Lebens, wenn zwar nicht unbedingt eine Ikone des Fortschritts, aber doch eine Konstante, an die man sich halten konnte. Und genau das wird über Bord geschmissen, um dem Zeitgeist hinterherzulaufen, in der vergeblichen Hoffnung, damit auch junge Leute wieder der Kirche zuführen zu können. Das alles geht nach hinten los und es ist ein Trauerspiel allererster Größenordnung. Und das ist übrigens Kirche, auch in vielen anderen Organisationen so. Also bei, fängt an mit den Pfadfindern oder Sportvereine, die auf einmal ihre Newsletter in Gendersprache publizieren, weil sie meinen, das würde ihnen einen modernen Anstrich verleihen und sie als gute Menschen nach außen dokumentieren. Alle diese Denkmuster führen dazu, dass unsere Sprache vor die Hunde geht. Und worauf führen Sie es dann zurück, dass zum Beispiel die Kirche ja doch an diesen Konzepten festhält, obwohl sie ja einen unvergleichlich hohen Mitgliederschwund zu beklagen hat? Ja, die glauben halt, den dadurch stoppen zu können. Das sind ja vor allem junge Leute, die die Kirche verlassen. Ich bin ja einer der älteren Semester, die dann das Handtuch geworfen haben. Was aber eben nicht stimmt, junge Leute möchten keine Wischiwaschi-Institutionen fördern. Die wollen Rückhalt, die wollen ein Ziel, das es sich lohnt einzutreten. Und dieses ganze Wischiwaschi-Gehabe der Kirchen der beiden, also die evangelische ist vielleicht sogar noch schlimmer in der Beziehung, stößt junge Leute eher ab. Also meinen Sie, dass dann eigentlich die Bemühungen kontraproduktiv sind? Man glaubt, dass durch den Folgen des Zeitgeists eigentlich jüngere Leute anzuziehen und bewirkt dadurch das Gegenteil? Ja, glaube ich schon. Also die jüngeren Leute, also der offizielle Zeitgeist, das, was in Lehrerzimmern gelehrt wird und in der Schule offiziell an der Tafel aufgeschrieben ist, ist ja genau das, was die jungen Leute dann, wenn sie das 10 Jahre lang mitbekommen haben, zu Revolution macht und die das dann ganz anders gerne hätten. Siehe der große Anteil der FDP bei Jungwählern. Jetzt sind Sie ja nicht nur bekennender Freund und Verfechter der deutschen Sprache, sondern auch Professor für Statistik. Wenn ich die von Ihnen monatlich veröffentlichte Unstatistik des Monats lese, also ich fand übrigens die Themen wirklich extrem interessant, die da adressiert wurden, bekommt man ja den Eindruck, dass Statistik eher der Manipulation als der Wahrheitsfindung dient. Also viele von den Statistiken, die uns in den Medien präsentiert werden, ich glaube, die jüngste, da ging es um das Übergewicht von Kindern in der Corona-Zeit. Das war so ein Beispiel. Und das ist ja, glaube ich, das haben viele Menschen in den Medien wahrgenommen. Und was man dann liest, verinnerlicht man dann ja auch, weil dann man denkt, naja, Statistik ist Zahlenmaterial, das muss, also hat automatisch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Drückt dieser Eindruck, dass... Ja, da muss ich dann so als Statistiker vehement dagegen opponieren. Ja. Statistik ist im Gegenteil eine Leuchte für die Jetztzeit, um das, was uns umgibt, die Welt korrekt zu sehen, dass man das auch missbrauchen kann. Das gilt für Bilder, für Fotografien mindestens genauso. Also sämtliche Kommunikationsmittel sind geh- und missbrauchbar. Das gilt für die Statistik wie für alle anderen auch. Im Gegenteil, ohne Statistik würden wir wie mit blinden Augen durch den Nebel laufen und dauernd gegen Wände und in Gräben laufen. Das ist für das moderne Leben eine unverzichtbare Zutat, ohne die es gar nicht geht. Aber kann man dann nicht sagen, die Statistik ist immer so zuverlässig wie derjenige, der sie beauftragt hat?
Das kommt oft dazu, dass natürlich Leute, die an irgendwelchen Zahlen ein persönliches Interesse haben, den Leuten, die die Zahlen erheben, dann schon sagen, was sie gerne hätten. Das ist in der Umfrageforschung leider traurige Realität, dass da die Ergebnisse vorher bereits von den Leuten, die die Umfragen in Auftrag geben, festgestellt, wenn sie etwa eine Umfrage hören zum Tempolimit von den Grünen, weiß ich genau, 90% sind dagegen. Die gleiche vom ADAC, 90% sind dafür, also gegen Tempolimit, ADAC für Tempolimit, Grüne, das weiß man vorher schon. Muss man gar keine Umfrage machen. Aber gut, es gibt ja jetzt auch Themen wie Corona, da sind uns ja sehr, sehr viele Statistiken präsentiert worden. Es hieß immer Follow the Science, dann liest man gleichzeitig, dass es durchaus Verflechtungen zwischen Pharmaindustrie und Wissenschaftsratsmitgliedern gibt, die genau für solche Statistiken verantwortlich sind. Das hinterlässt natürlich auch ein gewisses Fragezeichen, inwieweit Zahlen, die zu so einem Thema eingesetzt werden, nicht auch in erster Linie einem Zweck dienen sollen. Also ich denke jetzt da an die kumulierte Corona-Panik in der Tat. Genau, Zahl Panik gemacht, um die Leute zum guten Benehmen zu animieren. Es wurden auch viele Todesfälle von Leuten, die an was ganz anderem gestorben sind, der Corona-Epidemie in die Schuhe geschoben. Nichtsdestoweniger ist das eine gefährliche Sache. Man sollte da aufpassen und das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es geht ja jetzt auch nur um Statistiken. Sie veröffentlichen regelmäßig Artikel und geben auch Interviews, in denen Sie den missbräuchlichen Umgang mit Statistik ja anprangern und auch die Bandbreite, in der das letztlich möglich ist. Und beklagen ja auch das Thema Schüren von Angst und Panik, dass dafür Statistik ganz besonders häufig benutzt wird. Was ist da nach Ihrer Meinung ein besonders prägnantes Beispiel, was Ihnen einfällt, was das besonders illustriert? Also nehmen Sie die jahrzehntelange Diffamierung der friedlichen Nutzung der Kernkraft durch unsere öffentlich-rechtlichen Medien. Da haben wir einige Beispiele. Da war etwa in der ARD die Rede von 24.000 Fukushima-Toten. In Fukushima ist niemand gestorben. Die Leute sind durch den Tsunami gestorben, und zwar auch nicht in Fukushima, sondern woanders. Die Leute kriegen weisgemacht, Kernkraft ist des Teufels, das muss abgeschafft werden. Pfui Teufel. Oder auch die jahrzehntelange Falschberichterstattung über Leukämie bei Kernkraftwerken. Das Gegenteil ist der Fall. In der Nähe von Kernkraftwerken haben weniger Leute Leukämie als andernorts. Wird von den Medien komplett falsch und lügenhaft in die Welt gesetzt. Speziell von öffentlich-rechtlichen. Wie kommt es dann zu solchen Fehlinterpretationen? Oder? Indem man zum Beispiel, nehmen wir mein Lieblingsbeispiel, friedliche Nutzung der Kernenergie, indem man ein einziges Kernkraftwerk entweder dazu nimmt oder weglässt. Es gibt ein ganz berühmtes in San Onofre in Kalifornien, wo die Inzidenz sehr, sehr hoch ist. Das ist aber auch bekannt, dass Leukämie bei Kindern überall da hoch ist, wo große Fluktuation an Menschen herrscht. Also in Städten mit viel Hin- und Herzug und Städten mit viel reichen Eltern. Das heißt, je reicher die Eltern sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind, tut mir leid, an Corona erkrankt, weil es wahrscheinlich in seiner Kindheit weniger intensiv als arme Kinder Reizen ausgesetzt war, die zu Immunbildung führen können. Und da ist etwa San Diego, wo das Kernkraftwerk ist, eine der fettreichsten Stadt der USA und hat einen Marinestützpunkt, wo jedes Jahr 100.000 Leute hinziehen und wegziehen. Dass da die Inzidenz von Leukämie besonders groß ist, ist natürlich völlig klar. Nimmt man dieses eine Kernkraftwerk weg, nur dieses eine, ist genau das Umgekehrte der Fall. Aber für den Otto-Normalverbraucher, der das in den Medien liest, ist das ja gar nicht zu entschlüsseln. Also muss man Statistiker letztlich sein, um den Wahrheitsgehalt von Statistiken lesen zu können? Oder wie behilft man sich da als Normalbürger? Also eine einfache Regel ist einfach die, man kann den Zahlen glauben, die von den Amtsstatistikern, dem Statistischen Bundesamt, dem Statistischen Amt der EU und so weiter erhoben werden. Die sind zwar oft es dauert eine Zeit, bis die Leute zu Potte kommen, aber wenn sie dann zu Potte gekommen sind, dann ist das schon seriös erhoben und dem kann man vertrauen. Wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, ist bei Zahlen, die von interessierten Leuten selbst erhoben und in die Welt gesetzt werden, dass da vielleicht eine Auswahl getroffen wird, dass bei der Stichprobe nicht alle gefragt worden sind, sondern nur die, von denen man die richtigen Antworten erwartet. Das ist eine Gefahr, vor der man sich hüten muss. Okay, also das heißt, im Grunde genommen muss ich mich immer mit der Quelle beschäftigen. Ich muss dann bei Destatis vielleicht gucken und muss mich vor der Interpretation, die muss ich mit Vorsicht genießen. Genau, also wenn Sie im Netz bei Destatis mal im Statistischen Bundesamt gucken, da können Sie ganz beruhigt sein, das ist alles korrekt, was da steht. Okay. Sie haben mal in einem Artikel geschrieben, das fand ich sehr interessant, wir sind Zeugen einer
beispiellosen Desinformationskampagne, die unsere Umwelt kaputt redet, unsere Gesundheit als ständig gefährdet ansieht, und ein ganzes Volk zu Opfern des Fortschritts, zu Kranken und Hilfsbedürftigen zu machen sucht. Die Panikmacher kontrollieren große Teile der Medien, predigen auf unseren Kanzeln und dominieren die deutschen Lehrerzimmer. Und das war ein Artikel im Handelsblatt von, sage und schreibe, 2001. Also es klingt fast ein bisschen prophetisch. Würden Sie sagen, dass es in den letzten 20, 21 Jahren seit diesem Artikel noch schlimmer geworden ist? Es ist leider tatsächlich schlimmer geworden. Ich habe dann die darauffolgenden 10 Jahre mal, als ich noch Hilfskräfte hatte in Dortmund, die ich dann auf Kosten des Steuerzahlers auf dieses Projekt ansetzen konnte, mal deutschen und internationalen Medien ausgezählt, wie viele Panikmeldungen dort abgedruckt sind. Und es kam raus, dass etwa in der Frankfurter Rundschau 4-mal so viele Panikmeldungen erscheinen als in Le Figaro in Frankreich oder El País in Spanien. 4-mal so viel. Also ist das die deutsche Angst, von der man auch international immer redet? Ja, German, das ist in der Tat, man kann es nachweisen, dass deutsche Medien, speziell die öffentlich-rechtlichen und auch die sogenannten also progressiven Printmedien wie Süddeutsche Zeitung oder Frankfurter Rundschau, Weltmeister sind im Verbreiten von Panikmeldungen und in der Regel unberechtigten Panikmeldungen. Mhm. Wobei wir jetzt natürlich in Krisenzeiten leben, eine reiht sich an die andere, wo das auch relativ leicht ist, die Themen Angst und die Sorge der Bevölkerung zu bedienen. Es gibt durchaus Dinge, vor denen wir Angst haben sollten. Sie erinnern sich an die Meldung von vor 2-3 Wochen, als ein großer Meteorit abgelenkt worden ist von seiner Laufbahn, sodass er nicht die Erde trifft. Dass wir von einem solchen Brocken irgendwann mal getroffen werden, das ist eine recht echte Gefahr für die Menschheit. Und da könnten wir eines Tages nicht mehr existieren. Sie wissen, die Dinosaurier sind als Folge eines solchen Meteoriteneinschlags ausgestorben. Das sind echte Gefahren. Oder nehmen Sie die Eifel, wo ich herkomme. Da ist vor 10.000 Jahren der letzte Vulkan ausgebrochen. Vor 10.000 Jahren. Das ist erdgeschichtlich wie heute Mittag. Das könnte jederzeit wieder passieren. Und das sind richtige, echte Gefahren, auf die wir uns vorbereiten sollten. Auch der Klimawandel, der kommt so oder so. Ob der menschengemacht ist oder nicht, das ist völlig irrelevant. Er kommt, muss man sich darauf vorbereiten. Höhere Deiche bauen, anders bewässern, neue Obst- und Gemüse- und Getreidesorten züchten, alles das. Aber stattdessen wird gejammert, wird sich an Wände festgeklebt, statt zu tun und zu machen und das Gehirn anzustrengen, um die Zukunft zu meistern. Genau das findet bei uns eben nicht statt. Also lieber konstruktiv versuchen, das, was ohnehin unausweichlich oder wahrscheinlich ist, zu bewältigen und zu gestalten, als die Angst zu schüren. Angst fressen Seele auf, kennen Sie, der schöne Film von Rainer Werner Fassbinder. Und das ist bei uns in Deutschland leider weit verbreitet. Jammern, Panikmache, Hysterie, statt die Dinge anzupacken, zu gucken, wie komme ich aus der Bredouille wieder raus. Was ja eigentlich auch erstaunlich ist, weil Deutschland ja immer als Land der Erfinder auch gesehen wird. Eigentlich sind wir doch so ein Tüftlerland, in dem man Lösungen auch erarbeitet und auch durchaus konstruktiv Möglichkeiten findet, um mit komplexen Sachverhalten umzugehen. Ja, das wird ja unseren Kindern ausgetrieben. Wissenschaft, Technik sind ja schlecht. Man ist eher Naturfreund und legt sich ins Gras auf der Wiese und guckt den Sternen zu oder den Wolken und träumt ein bisschen, wie die Romantiker das ja vor 200 Jahren propagiert haben. Da genau, die deutsche Romantik ist ja auch sehr berühmt. Die Aufklärung, die Romantik, das sind zwei verschiedene Pole, zwischen denen der deutsche Geist sich nicht entscheiden kann. Was ist denn so als Statistiker Ihr Lieblingsbeispiel, was man mit Statistik an prägnanten Aussagen treffen kann? Also gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das ist so Ihr ein besonders griffiges Beispiel, im Guten wie im Schlechten, wo Sie sagen das würden, ist das ist ein eher trauriges Beispiel. Das ist etwas, was schon der große Statistiker war, übrigens Frau Pfarrer Johann Peter Süßmilch in Preußen im 17. Jahrhundert herausgefunden hat, die ewigen Gesetze des Lebens und des Sterbens. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wie viele Leute in meinem Alter dieses Jahr sterben werden. Plus, minus 10. Also diese Gesetze der Demografie, des Entstehens und Vergehens, die kann man statistisch unheimlich gut beschreiben. Und das ist immer wieder für mich ein Mysterium, wie genau das alles mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Sie setzen sich ja auch für Meinungsfreiheit sehr stark ein und beklagen auch als Professor, dass es zunehmend, und ich zitiere jetzt, opportuner wird, sich an ein ideologisch gesteuertes Meinungsklima anzupassen. Wie frei ist denn die Wissenschaft Ihrer Meinung nach noch? Ja,
Ja, es gibt ja nicht umsonst jetzt ein Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, das genau diese Gefahr als solche auch erkennt und dagegen etwas tut. Also es gibt gewisse Universitäten, da können Sie heute als Biologe nicht mehr forschen, wie viele Geschlechter es gibt oder was die Tatsache, dass es eigentlich nur zwei Geschlechter gibt, für evolutionsbiologische Konsequenzen nach sich zieht. Dass, wenn Sie diese Forschungsfrage in der Fakultätssitzung vorschlagen, dann kriegen Sie gleich Buhrufe von den AStA-Vertretern und Ihnen werden die Fördermittel gestrichen. Das ist also das Gegenteil von Forschungsfreiheit. Gewisse Themen sind heute in Deutschland nicht mehr erforschbar. Mhm. Und Sie haben auch mal geschrieben, Standards sind das Gegenteil von Exzellenz. Exzellenz fällt immer aus dem Rahmen. Ja. Sind wir überhaupt noch in der Lage, Exzellenz zu dulden, gerade jetzt vielleicht in der Forschung? Ja, Sie sehen es ja an den Nobelpreisen, die wir kriegen. Dieses Jahr haben wir einen gekriegt, aber es war kein Deutscher, sondern ein Schwede, der mit seiner Forschung auch nicht in Deutschland, sondern in Schweden angefangen hat. Mhm. Die Leute, die aus dem Rahmen fallen, die Ideen haben, die die Welt verändern, die sich trauen, auch mal, wenn die Fakultätskonferenz was anderes beschließt, trotzdem auf ihrem Gebiet weiterzuforschen, sind bei uns selten geworden. Und deswegen liegt ja auch die deutsche Wissenschaft so da nieder. Um noch mal zur Sprache zurückzukommen, es ist ja, glaube ich, unstrittig, dass unsere Sprache auch ein ganz wichtiger Ausdruck unserer kulturellen Identität ist. Mit zunehmender Migration verändert sich die Sprache, verliert vielleicht auch etwas an Tiefe. In Frankreich gibt es ja zum Beispiel in Paris die Académie Française, die sich dem Erhalt, auch wirklich der Rettung und Pflege der französischen Sprache verschreibt. Bräuchten wir so etwas auch in Deutschland oder würden Sie sagen, da ist der Verein Deutsche Sprache, der VDS, die Antwort drauf und damit reicht es? Nun, wir haben zwar einen wissenschaftlichen Beirat, der könnte eine Art Nukleus für eine solche Akademie dann tatsächlich einmal werden, aber ansonsten fühlt sich bei uns weder der Staat noch fühlen sich andere Institutionen berufen, die deutsche Sprache als flexibles Erkenntniswerkzeug funktionsfähig zu halten. Da gibt es bisher keine offiziellen Zuständigen für, außer den Leuten in unserem Verein, die sich darüber Gedanken machen. Und das ist, wie gesagt, in Frankreich, auch in Spanien, da gibt es die Cervantes-Gesellschaft und in Italien Dante-Gesellschaft, komplett anders. Da sieht man die Sprache als wertvolles Mittel der Erkenntnisgewinnung, das man auf keinen Fall verrosten lassen darf. Mhm. Und bei uns lässt man es verrosten und verrotten. Und das ist traurig. Mhm. Wer sich da jetzt engagieren möchte und sich dem Verein, für den Verein Deutsche Sprache interessiert, an wen wendet er sich? Am besten an mich selber. Oder wir haben auch eine Netzseite, da kann man gleich ausfüllen und ist ab dem gleichen Moment Mitglied. Kostet 30 Euro im Jahr. Mhm. Die kann man doch für eine gute Sache mal investieren. Mhm. Dann habe ich jetzt noch zwei Zitate von Ihnen. Das eine war, wie viele Menschen, die immer über Amalgam in ihren Zähnen klagen, findet man in Bangladesch? Und unsere Angst ist oft umgekehrt zu den Gefahren selbst. Brauchen wir vielleicht insgesamt weniger Statistik und einfach mehr konstruktiven Optimismus in uns und mit Blick auf unser Leben? Was würden Sie sagen? Mehr Optimismus. Wir müssen dieses Prinzessin auf der Erbse-Syndrom ablegen, wo jemand auch unter 10 Lagen von Matratzen noch die Erbse spürt, weil es ihm so gut geht, ihm oder ihr. Uns geht es einfach viel zu gut. Dieses ganze Umweltgejammer, was wir heute ertragen müssen, hätte es 1948 nicht gegeben. Und als letzte abschließende Frage, was ist Ihr liebstes Wort der deutschen Sprache? Haben Sie da eins? Also wir haben in der Tat Wortpatenschaft mal vergeben und ich habe natürlich das Wort Statistik gekauft sozusagen. Hängt bei mir auch im Büro. Okay. Professor Krämer, vielen Dank, dass Sie heute hier in der Sendung waren. Es war ein sehr schönes Gespräch. Und vielen Dank, liebe Zuschauer, fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.